Ja, bitte sehr. Herr Präsident, gemäß Artikel 195 der Geschäftsordnung hat jedes Mitglied dieses Hauses das Recht, Abänderungsanträge zu stellen, damit diese im zuständigen Ausschuss geprüft werden können. Am 22. Oktober hat das hiesige Parlament den Estrela-Bericht zurückverwiesen an den Ausschuss für Frauen und Gleichstellung. Dieser Bericht wurde dort behandelt und das, was morgen zur Abstimmung gelangt, ist ein neuer Bericht. Aber es wurde vom Ausschuss den Mitgliedern des Parlaments verwehrt, Abänderungsanträge stellen zu können. Dagegen wurde Protest erhoben. Dieser Protest wurde bis heute nicht beantwortet, obwohl der juristische Dienst im Ausschuss selber erklärt hat, dass Abänderungsanträge zulässig sein müssen. Es wurde darüber hinaus von mehreren Mitgliedern des Parlaments ersucht, dass der juristische Dienst und der AFCO-Ausschuss eine Stellungnahme zu dem Verfahren abgeben soll. Auch das wurde nicht zugelassen. Es wurde darüber hinaus wurden Abänderungsanträge eingebracht und die werden vom Tisch gewischt. Dieses Verfahren zum Estrela-Bericht ist absolut geschäftsordnungswidrig. Meine Meinung deckt sich mit der Meinung des juristischen Dienstes, wie sie im Ausschuss referiert wurde. Und ich sage meinen ausdrücklichen Protest gegen diese Vorgangsweise, zumal das eine sensible Materie ist und zumal Hunderte und Bürger vor diesem Haus gegen diesen Bericht demonstrieren und zumal das Haus zum Ausdruck gebracht hat, dass es sich hier um eine Angelegenheit handelt, mit der man versucht, eine Bürgerinitiative, nämlich die erfolgreichste Bürgerinitiative mit mehr als 1 Million Unterstützungsunterschriften, die Bürgerinitiative One of Us, zu unterlaufen. Ich möchte meinen absoluten und heftigen Protest gegen diese gesetzwidrige und geschäftsordnungswidrige Vorgangsweise des Ausschusses zum Ausdruck bringen. Vielen Dank. Ich habe die Angelegenheit, ich habe dazu auch einen Brief von 10 Kollegen bekommen, der ist allerdings beantwortet worden. Insofern bezieht sich sicher diese Kritik auf die Nichtbeantwortung auf jemanden anderen. Also auf mich kann sie sich nicht beziehen. Ich habe im Übrigen die Konferenz der Präsidenten auch mit ihren gerade vorgetragenen Einwände oder mit den Einwänden inhaltlicher Art, die Sie vorgetragen haben, konfrontiert. Die Konferenz der Präsidenten hat einstimmig beschlossen, den Punkt auf der Tagesordnung für morgen zu belassen. Gibt es weitere Wortmeldungen zur Tagesordnung für heute? Dann ist die Sitzungswoche und der Arbeitsplan so beschlossen. Okay, vielen Dank.